Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Auf dem Podium neben mir begrüße ich die beiden Cheftrainer und die Partie endete 2:1 für die SGD. Zu meiner Rechten begrüße ich Christoph Dabrowski von der RWE und zu meiner Linken SGD-Chefcoach Markus Anfang. Herr Dabrowski, Ihnen gehört das erste Wort. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Vielen Dank und hallo erstmal in die Runde. Markus und Dynamo, Glückwunsch zum aufgrund gerade der zweiten Halbzeit verdienten Heimsieg. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Gegner und unsere Mannschaft haben sich mehr oder weniger neutralisiert. Defensiv, glaube ich, ganz stabil gestanden. Uns war klar, dass Dresden viele Möglichkeiten hat, Chancen zu kreieren, unter anderem nach Flanken. Und da waren wir in der Situation beim Gegentor leider in der Boxverteidigung dann nicht enger Mann dran. Alonso unterschätzt, glaube ich, den ersten Ball und dann macht der Aslan natürlich ein Traumtor. Ich denke, wir haben weitergemacht. Ja, wir haben versucht, im Spiel drin zu bleiben, waren dann, glaube ich, so nach 25, 30 Minuten aktiver im Spiel, kriegen dann ein Geschenk von Dresden, was wir gerne angenommen haben, sind mit Zuversicht in die zweite Halbzeit gegangen und in der zweiten Halbzeit hat man einfach die Klasse von Dresden gesehen. Ja, gerade in der Offensive, individuell auf den Positionen, über außen oder im Zentrum oder Kutschke als Zielspieler, Wandspieler. Da hat Dresden schon eine gewisse Wucht aufgebaut. Wir haben wenig Entlastung gehabt und eine oder andere Situation, wo wir Glück hatten, dass, glaube ich, kein Elfmeter gegen uns gepfiffen wird. Und im Großen und Ganzen lag das zweite Tor dann in der Luft und Dresden hat dann die Wucht des Stadions mitgenommen in der zweiten Halbzeit und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen. Ja, alles Gute für eure weitere Zielerreichung und ich hoffe aus unserer Sicht, dass wir uns in der dritten Liga wiedersehen. Aus eurer Sicht habt ihr wahrscheinlich andere Ziele im Kopf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dabrowski. Markus, kommen wir zu dir. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo zusammen. Erstmal danke, Dabro, für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Meine Jungs von der ersten Sekunde an. Wir haben auch die erste Halbzeit meiner Meinung nach komplett im Griff gehabt und gehen dann 1-0 in Führung, machen auch das zweite Tor und wäre dann das 2-0 gewesen. Und dann haben wir leider wieder ein Tor gemacht und das hat dann leider am Ende dazu geführt, dass 1-1 steht. Ich glaube, Rot-Weiß Essen hat sich darauf beschränkt, auch kompakt zu stehen, gut zu stehen, haben auch ein bisschen was verändert, haben mit einer Fünferkette dann agiert und wir sind trotzdem immer wieder gut nach vorne gekommen und haben die ein oder andere Torchance auch in der ersten Halbzeit gehabt. Insgesamt, glaube ich, haben wir über die weite Strecken, über 90 Minuten, glaube ich, ein sehr ordentliches, gutes Fußballspiel gezeigt. Dass du dann so ein Tor bekommst, muss man auch sagen, auf der einen Seite, Drille macht den Fehler, und wir kriegen das Tor. Auf der anderen Seite muss man auch die Reaktion, und ich glaube, da sind wir einen Schritt weiter, die Reaktion dann sehen. Er kommt raus in der zweiten Halbzeit, spielt in der Spieleröffnung einen Ball durch die Mitte auf Kuba, bleibt ruhig, spielt sein Spiel weiter. Dann hat Rot-Weiß Essen durch eine Kopfballverlängerung eine Torchance in der zweiten Halbzeit, wo er dann gut rauskommt und uns da mit der Aktion im Spiel hält. Das bezeichnet so ein bisschen den Weg, dass die Jungs ein bisschen stabiler werden, dass sie nicht unruhig werden. Wir sind dann trotzdem, dass es 1-1 stand in der Halbzeitpause, sind wir ruhig geblieben, sind raus, haben unser Spiel weitergemacht, haben den Druck erhöht, haben, ich weiß nicht, 7, 8 richtig gute Torchancen gehabt und immer wieder Strafraumszenen gehabt. Und unabhängig davon, ob es Elfmeter oder nicht ist, glaube ich, ist es immer wichtig, dass du als Mannschaft in der Lage bist, das Spiel selber zu entscheiden. Und darauf bin ich heute mächtig stolz, dass die Jungs das Spiel selber entschieden haben und wir nicht auf irgendwelche Entscheidungen angewiesen waren. Und gerade, dass Denno dann am zweiten Pfosten das Tor macht, das freut uns natürlich wahnsinnig. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auch eine gute Qualität hat, die schwer zu bespielen ist, die letzte Woche auch gezeigt hat, dass sie in der Lage sind, Mannschaften von oben zu schlagen. Deswegen haben wir dankend die 3 Punkte heute angenommen. Und ja, jetzt müssen wir regenerieren, bekommen schon nichts mehr dafür, für die Spiele, die wir jetzt gemacht haben, für das Spiel heute und müssen uns auf nächste Woche konzentrieren. Rot-Weiß Essen, Dabro, alles Gute für die nächsten Spiele. Ich glaube, dass ihr aufgrund der Qualität, die ihr auch in euren Reihen habt, das mit Sicherheit ohne Probleme schaffen werdet. Gute Heimreise und ja, vielen Dank. Danke auch dir, Markus. Jetzt ist es an der Zeit für eure und ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Jens Maßlich,
von der Dresdner Morgenpost hat die erste. Herr Anfang, es war nicht spielentscheidend, aber man muss trotzdem über den Schiedsrichter reden. 3 Elfmeter nicht bekommen, ein in meinen Augen reguläres Tor auch nicht bekommen. Wie geht man als Trainer damit um? Ganz ruhig und sachlich, ohne Emotionen. Das ist schwierig. Ist doch klar, dass du natürlich dann, wenn du solche Szenen hast, dass du natürlich dann auch irgendwo, weil die Jungs sich auch das erarbeitet haben, dass du dann auch hoffst, dass so Entscheidungen dann auch so getroffen werden. Am Ende, das habe ich ja eben gesagt, bin ich stolz drauf, dass wir unabhängig davon einfach das Spiel selber entschieden haben. Und es ist schwer für Schiedsrichter, die Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die eine oder andere war vielleicht schon so, dass man da auch einen klaren Elfmeter oder das Tor vielleicht auch geben kann, weil beim Tor ist es halt so, dass der eigene Spieler den Ball eigentlich mitnimmt. Also das Kutsche und der Torwart zusammenstoßen hatte überhaupt keine Bedeutung mehr in der Szene. Und wir machen das Tor, aber wir können das nicht ändern. Aber was wir halt ändern können, ist halt die Reaktion darauf, dass wir weiter bei uns bleiben, unser Spiel machen und nicht zu lange hadern. Und ja, das haben wir gemacht und wir haben das Spiel für uns entschieden. Ja, der Kollege hier vorne rechts. Ja, danke. Ich bin Justus Hallensch von der WAZ aus Essen. Herr Dabrowski, 2 Fragen. Einmal, wo war Felix Bastians heute und warum haben Sie sich erst so spät im Spiel dazu entschieden, die beiden schnellen Flügelspieler Inali und Young zu bringen? Ja, Felix Bastians hat am Donnerstag leider wiederum Probleme gehabt mit seinen Adduktoren. Von daher war er nicht 100% einsatzfähig und deswegen haben wir uns entschieden, dass er das vernünftig auskuriert. Und ich hoffe, dass er nächste Woche dann auch wieder einsatzfähig ist. Ja, und ich meine, nach dem Spiel ist man immer schlauer. Ja, es ist dann immer einfach, über Umstellung zu reden. Wir wollten, nachdem es lange 0-0 stand, ja, unsere Ordnung nicht verlieren. Ja, und haben uns dann zu einer Verwendung entschlossen, über Geschwindigkeit nochmal was aufzureißen, ja, nochmal die Grundordnung zu verändern. Und ja, dann kam leider die rote Karte. Und dann wurde es natürlich noch brutaler, gegen die Qualität der Dresdner dann zu verteidigen. Lukas Böhme vom Kicker. Herr Anfang, es kam jetzt gerade schon zur Sprache, dass Dynamo in einigen Schiedsrichtersituationen Entscheidungen Pech hatte, so nenne ich es jetzt mal. In einer sind wir uns nicht ganz einig gewesen, gerade in der Journalistenrunde, vielleicht aber auch Glück. Es geht um die rote Karte, wo Amo auch eine Aktie dran hatte. Er sagt selber auch, relativ frei, dass er dem Roter über den Fuß wischt. Haben Sie Angst, also wir sind uns nicht ganz klar, ob es etwas noch nachkommen könnte. Haben Sie Angst, dass da von Seiten der Liga vielleicht noch etwas kommt, dass man auf die Szene nochmal genauer schaut und Amo da belangen kann? Also ich habe die Szene jetzt nicht so im Kopf, kann da also wenig zu sagen. Angst habe ich grundsätzlich nicht. Brauche keine Angst haben, wir reden über Fußball. Also von daher brauche ich mir da wenig Gedanken drüber zu machen, aber weiß ich, wird dann auch im Nachgang, kriegen wir auch Elfmeter im Nachgang? Ich weiß nicht, wie da die Entscheidung ist, also schwierig für mich. Also kann ja wenig zu sagen. Nochmal Jens Maßlich. Kühe und Park wird aber nächste Woche fehlen, 5. gelbe Karte. Hat eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht, aber die gelbe Karte war völlig daneben. Ja, ist halt, ich finde auch, dass er nicht nur eigentlich, sondern ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht und so wie alle in unserer Mannschaft, glaube ich, heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ja, es wird halt irgendwann immer mal wieder passieren, dass einer eine gelbe Karte bekommt und ja, ich habe es jetzt gar nicht so, muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob er wirklich die 5. hat, muss mal gucken, aber mag sein, dass er die 5. hat, habe ich jetzt noch nicht mit befasst, aber wir werden uns auch da dementsprechend wieder aufstellen können und wir werden da auch Lösungen finden und deswegen machen wir uns da jetzt erstmal weniger Gedanken drüber. Und klar, jede gelbe Karte ist grundsätzlich unnötig. Du kannst auch so spielen, dass du keine gelbe Karte bekommst. Ja, aber wir können es nicht mehr ändern. Es ist halt so. Tim Schlegel von der Bild. Trainer, ich finde, Sie sitzen jetzt so ein bisschen in der Klemme. Zum einen haben sich die Jungs, glaube ich, nach so einem Spiel auch 1-2 freie Tage verdient. Zum anderen geht es Freitag schon wieder weiter. Wie lösen Sie diesen gordischen Knoten? Was werden Sie jetzt die nächsten 2-3 Tage machen? Ja, ich finde mich überhaupt nicht in der Klemme. Wir haben gewonnen, das ist eigentlich ganz gut. Ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl. Wir werden das so machen. Morgen ist frei und übermorgen ist wieder Training. Und dann geht es halt weiter. Also ich habe ja eben gesagt, wir freuen uns heute,
dass wir gewonnen haben, auch verdient gewonnen haben, aber wir bekommen halt schon auch nichts mehr für dieses Spiel. Und ja, wir haben ein schweres Spiel vor der Brust, da werden wir uns dann ab Montag drauf konzentrieren und werden gucken, dass wir uns da vorbereiten. Wir müssen jetzt regenerieren und ich glaube, dass die Jungs sogar teilweise morgen kommen werden und sich behandeln lassen. Also die Jungs sind heiß, die wollen mehr erreichen, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen besser werden. Ich glaube, das sieht man Woche für Woche und ja, die haben Spaß an dem, was sie gerade machen. Sind noch Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich vielmals für euer und ihr Kommen. Bedanke mich bei den beiden Cheftrainern. Wünsche unseren Gästen natürlich noch eine gute und sichere Heimreise und allen Zuschauern ein schönes Rest-Osterwochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.